Ahoi Pyros, willkommen zu einem neuen Video auf AppleExplosion975. Heute gibt es von mir das Top 10 Batteriefeuerwerk-Video für Discounter. Das heißt, es werden alles Artikel sein, die es in den Discounter- bzw. Supermärkten 2022 zu kaufen gibt. Und ich habe da 10 sehr, sehr geile Videos rausgesucht von Pyro-Kollegen. Batterien, die wirklich überzeugen. Und ich würde sagen, wir schauen da jetzt direkt rein. Jeder ist übrigens unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut da gerne vorbei. Sehr, sehr geiler Content. Und ich würde sagen, wir fangen an mit der Dr. Pyro. Ein richtig dicker Klotzer, 30 mm Kaliber. Und das Ganze gibt es bei Norma dieses Jahr für 16,99 Euro. So sieht das Ding aus. Und wir schauen uns jetzt die Zündung von dem dicken Ding an. Übrigens, selber auch schon geschossen, also kann ich empfehlen, riesige Zerleger, das ist der Wahnsinn. Steht ja auch im Video. Mega einfach. 16 Schuss. Bam! Nee, Freunde, das ist so unglaublich. Sowas im Discounter ist schon echt fett. Rein zur Wahnsinn. Mega, 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 mega. Jetzt noch mein Fazit dazu. Also wie gesagt, David gegen Goliath. Aber die Rohre alleine, also unglaublich groß. Als nächstes haben wir die Bloody Mary. Die gibt es dieses Jahr wieder bei Kaufland für schlappe 4,99 €. Nach wie vor ein mega geiler Artikel. 12 Schuss, du hast schöne Goldeffekte, Rot zu Silber und Blau zu Silber, also doch, lässt sich schon sehen. Würde ich sagen, lasst uns keine Zeit verlieren, wir gehen raus und zünden diese wunderschöne Bloody Mary, also bis gleich. Die Bloody Mary, die gibt's schon ewig, aber die habe ich noch nie abgefilmt, deswegen Premiere für dich und für mich. Mal auspacken, mal gucken, was für ein Standfuß ist. Oldschool-Batterie durch und durch. Bloody Mary, bin ich mal gespannt, wie die geworden ist. Die letzte hier zündet. Alter. Boah. Einfach so schön. Dieser Schweifaufstieg, dieses Kohlegold, das sieht einfach nur geil aus. Und das für 4,44 €. Die dreimal und du hast einen vollen Himmel. Das ist einfach so. Fand die jetzt nicht schlecht, kostet 4 Euro. So, nächster Artikel, die Weco Big Surprise. Finde ich im Video unfassbar geil. Ich habe sie selber leider noch nicht geschossen. Dieses Jahr werde ich sie mir auf jeden Fall holen. 16,99 €, Video von Silvester 2K. Grüße gehen raus. War's mit echt dem geile Video. Aufnahme geworden auch. Die hat mich so überzeugt in dem Video. Sehr, sehr schöner Effekt. Grün mit Goldglitter. Und jetzt dieser Aufstieg. Boah. Und dann diese schöne Dukat-Krone. Mega. Ich finde die Batterie wirklich Hammer. Da kannst du wirklich einfach nicht meckern. Die nächste Batterie gibt es beim Netto mit Hund. Also Netto mit Scotty. Und zwar Nico The Last Battle für 19,99 €. Muss ich sagen, hat mich sehr überrascht. Und die wird dieses Jahr auch definitiv eingepackt im Einkaufswagen. Von den Effekten her auch schön abwechslungsreich. Ist auch nicht unbedingt der Standardeffekt, muss man auch sagen. Sondern hebt sich auf jeden Fall von den anderen Discountern-Batterien sehr ab. Auch guter Blitzzerleger.
Top-Teil für 25 mm. Da kannst du nichts, wirklich auch nur ansatzweise gegen sagen. So, nächster Artikel. Aus dem Lidl. Ein altbekannter Wegbegleiter, die Daredevil, nach wie vor absolutes Top-Ding. Und für 14,99 € wird die auf jeden Fall eingepackt. Da führt kein Weg dran vorbei. 31 Schuss. Nach wie vor, ich würde fast sogar sagen, mein Mitliebling. Quasi die 2019 Charge. Mal schauen, wie sie ist. Und viel Spaß bei der Zündung. Daredevil. Also ich finde sie mega. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich finde nach wie vor ein richtig geiles Teil. Ihr hört es. Kann man sich auf jeden Fall immer noch mitnehmen. So ist es. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Teil findet. Das war das Video von Pyroman. Auch Grüße gehen raus. Geiles Video. Kommt sehr, sehr gut rüber, der Artikel. So, jetzt kommen wir zur Heavy Metal Reloaded. Gibt es beim Aldi. Wurde mir von sehr vielen Leuten auch empfohlen. Ich habe sie in live noch nicht geschossen. Ich habe sie einmal selber gesehen, aber nicht selber geschossen. Für mich war sie okay, aber ihr habt gesagt, das ist mit einer der besten Artikel und die soll wirklich brutal sein. Kann sein, dass das war, was ich gesehen habe, ein Muster. Deshalb dieses Jahr wird sie auch mal in live getestet und der Great, der hat wirklich gesagt, ey, das Ding ist brutal, guck sie an, kauf sie. Meter Effekte und ein Kaliber von 30 mm. Hier oben steht sogar schon drauf, Pyromold. Wir haben eine Pyromold-Batterie hier. Ich mach das Ganze einmal auf. Wir haben hier... Genau, so, gehen wir zur Zündung. Und ich finde, in dem Video kommt es auch sehr, sehr gut rüber, wie brutal die ist für eine Discounter-Batterie. Ja, da sind einige Bombetten, die echt gebrannt haben. Das kann man schon sehen. Jetzt sogar nochmal mit einem anderen Bouquet. Blau. Was ein fettes Teil! Bukat und Red Strobe. Also, definitiv wird dies Teil mal mitgenommen dieses Jahr. Als nächstes haben wir die WQ Discovery. Und das Lustige ist, liebe Freunde, die Discovery kostet dieses Jahr 50 Cent weniger. Und zwar gibt es die bei Lidl für schlappe 2,49 €. Das ist ja mal wohl ein Megapreis, oder? Die Poison damals für 2,99 € und für 2,49 € gibt es jetzt die Discovery. Also, wenn man sich die auch nur 10-mal mitnimmt, bezahlt man 25 €, hat einen Haufen viel Spaß und wenn man die alle auf Schlacht zündet, dann hast du auch einen brutal vollen Himmel. Also, gucken wir uns das Video an. Ey, ganz ehrlich, für 2,49 € ist das ein unfassbar gutes Teil. Kannst du nicht meckern. Ein absolutes Highlight. Ich muss sagen, ich schäme mich ein wenig, dass ich das Ding nicht auch vorher entdeckt habe. Ist die Barbarian. Und zwar gibt es die für 12,99 € beim Penny zu kaufen, auch wieder in diesem Jahr. Und als ich mir das Video angeguckt habe, dachte ich mir, oh Jesus Christ. Was habe ich in meinem Leben verpasst? 10 Schuss mit 40 Effekten, also pro Schuss 4 Effekte, eine NEM von 240 Gramm, mal schauen, wie die so ist. Viel Spaß. Das Design Penny leider immer schlecht gewesen bei Penny, deshalb wahrscheinlich einfach nicht mitbekommen, aber der Effekt unfassbar.
So krass. Was aus dem Teil rauskommt. Muss ich sagen, das ist wirklich... Damit hätte ich nie gerechnet. Mega, mega gut. Und absolut auch super gutes Video vom Pyromann mal wieder. Dann kommen wir zur nächsten Batterie. Ein Klassiker, liebe Freunde. Die Black Ice. Wer kennt sie von euch? Wahrscheinlich jeder. Dieses Jahr 17,99 €. Ich habe hier den Lidl-Prospekt vorliegen. Ich kann gerne auch nochmal nachschauen. Damals für 16,99 €. Ja, ist leider 1 € teurer geworden. Was will man machen? Aber nach wie vor ist es ein super Teil. 47 Schuss. Astreine Effekte und einer meiner Lieblinge. Gramm NEM. Und ja, ich würde sagen, wir testen das Ding mal. Viel Spaß. Black Ice jetzt. Wieder Gruß geht raus an Nico. Auch sehr, sehr geile Aufnahme. Mega. Leider ein kleiner Tropfen auf der Linse. Mega. Was meint ihr? Also ich werde sie mir dieses Jahr definitiv wieder einpacken. Kommen wir jetzt zur letzten Batterie und zwar die Nico The Outlaw. Die gibt es auch in diesem Jahr wieder bei Norma zu kaufen für 6,99 €, finde ich, ist auch ein fairer Preis. Video von The Feuerwerksfreak und ich finde, das Video ist sehr gut geglückt. Also man sieht, die Batterie hat sehr, sehr hohes Potenzial, ist absolut underrated und wird dieses Jahr auch im Warenkorb landen. Kleine Feuerzeug, wollen wir es liegen? Da ist er brennt. Ah, da ist es. So, kleines Feuerzeug. Da hast du die Tension. Ja, dann würde ich sagen. Los geht's. Na, Ben. Hallo. Dann würde ich sagen, let's go. Zünd an. Wir sind gespannt. Ausbreitung ist geil. Mega Ding für den Preis. Auch wenn man sich die dreimal kauft, drei auf einmal zündet, auch brutal voller Himmel. Also absolute Top-Empfehlung. Fett. Also Leute, für den Preis macht ihr mit der Outlaw auf jeden Fall nichts verkehrt. Super dicke Zerleger, das wäre einfach nur krank. Und ja, also mir hat es sehr gut gefallen. Schreibt in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein. Gut, Freunde. Ihr habt es gehört. Schreibt gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und diskutiert auch gerne. Was sind eure Lieblingsbatterien? Habt ihr Batterien, die euch vielleicht noch gefehlt haben? Und vor allem, habt ihr noch Geheimtipps von Batterien? Ich meine, bei Lidl ist ja auch teilweise ein regionaler Unterschied. Deshalb schreibt gerne mal rein. Vielleicht habt ihr das ein oder andere, was ihr noch austauschen würdet. Wir sehen uns beim nächsten Video. Vielen Dank fürs Zusehen und ich wünsche euch was. Euer Apple. Haut rein, liebe Freunde. Ciao, ciao.